Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das so exzessiv gesucht hatte, das Game. So, mein Dämchen steht wieder da und kocht. Bullterrier können ja auch süß sein. Nicht ein Hund wird ja nicht schlecht aufgrund seiner Rasse, sondern aufgrund seines Besitzers. In den meisten Fällen, ja. Ich finde so romantisch, wie Sebastians Wohnungsanteil einfach so perfekt in meinen passt. Es ist irgendwie gar nicht so, so, dass ich meinen Stil komplett ändern müsste, sondern das schmiegt sich so einfach. Ich finde, Abigail's passt auch ganz gut. Ich muss nur ein bisschen Krimskrams aufstellen, dann wird es nicht so auffallen. Oh, Erdbeeren sind reif. Ja, die ganze Zeit schon. Hast du geerntet? Kann man eigentlich irgendwas Sinnvolles kochen? Ja, gestern haben wir sie geerntet. Wir können mit allem kochen. Also du kannst ja einfach ja einen Zweifel einlegen. Ja, dann heb doch mal eine Charge ein. Wir brauchen auch keine Samen mehr. Wir haben 100 Erdbeersamen für nächsten Frühling. Ich bin aber gerade beschäftigt. Ich muss ja Sachen verkaufen. Mein Inventar war noch voll von letzter Nacht. Dann leg ich ein, ist doch okay. Düb, düb. Brauchst du einen Aal? Ich möchte nicht. Was? Brauchst du einen Aal? Ich habe 4 Goldsternaale gefangen gestern Abend. Wenn ich kein Vegetarier wäre, Aal wäre jetzt so geil. Räucheraal ist geil, boah. Ja. Okay. Ist aber auch ziemlich das Fetteste, was du an Fisch essen kannst. Bestimmt. Haha, Xan. Ja, es ist gotischer Stil und nichts Romantik, aber. Weißt du, wie es gemeint ist? Oh, morgen ist der Blumentanz. Er fragt mich, ob wir gehen müssen. Natürlich müssen wir gehen. Ich hasse es, diesen lächerlichen engen Overall zu tragen. Warum zwingt uns Luis dazu? Ja, das verstehe ich auch nicht, mein Schatz, aber... Aber tanzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass uns vögeln. Komm mit, komm mit. Er kommt nicht mit. Scheiße. Bist du wirklich so jemand... Ich will jetzt aber vögeln. Bist du wirklich so jemand, wenn du irgendwas, der Typ was Süßes für dich machst, dann ziehst du ihn quasi ins Bett? Nein. Das klang gerade nicht so ehrlich. Also je nach Typ müsste ich ja dann permanent vögeln, das ist viel zu anstrengend. Ich habe Rückzahlung bekommen von Piers. Ja. Achso, ja, Blumentanzbrief, ja, okay. Keine Ahnung, ich glaube, mein Ex hat gar nicht so viel für mich gemacht, was er eigentlich gar nicht machen wollte. Ich kam gar nicht in diese Verlegenheit des Zwingsexes oder so. Zwingsex. Oder wie man das nennt. Quasi angeboren. Dazu verdammt Sex zu haben und Spaß. Ja, nee. Und schrecklich. Sehr süß, OG. Was? Schrecklich, habe ich gesagt. Naja, also wenn du gar keinen Bock hast auf Sex, aber versuchst Sex dafür zu verwenden, um jemanden von irgendwas zu überzeugen, was der gar nicht will, dann ist das schon nicht der beste Sex wahrscheinlich. Keine Ahnung. Warum sollte man das tun? Weiß ich nicht. Irgendwo ist ein Loch in deiner Logik. Also. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, um keinen Sex zu kriegen, war jemanden Schokolikör zu füttern, Muffins und in den Schlaf zu crawlen. Das war anstrengend. Aber dann bin ich um den Sex rumgekommen, ohne ihm zu sagen, dass ich keinen Sex will. Hey, sag doch einfach, dass du keinen Sex willst. Was? Frauen sind manchmal merkwürdig. Oder manchmal? Merkwürdig. Das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Das manchmal kannst du getrost streichen, ja. Zockt ihr gerade zusammen, das Ding? Ja, mittlerweile will ich es nicht mehr. Heute würde ich wahrscheinlich einfach sagen, nee, Alter. Läuft nicht. Nee, Alter. Lass mich in Ruhe, Bruder. Nee, Digga. Heute nix Loche schicken hier. Also ein Handjob wäre drin, sagst du? Bin ich nicht gut drin, glaube ich. Das ist, macht die Übung, würde ich behaupten. Hat aber auch irgendwie keinen Spaß, keine Ahnung. Findest du nicht, dass ein Penis eine erotische Form hat? Das habe ich nicht gesagt. Andersrum, magst du nicht gerne einen Penis anfassen? Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ein Handjob nicht so viel Spaß macht. Es gibt irgendwie spaßigere Sachen. Okay, du hast halt wenig Spaß davon als Frau, das stimmt. Vielleicht ist das das Problem. Ja, das kann natürlich sein. Könnte nur ein Punkt sein. Das, ne? Du kannst ja dann mit der Erregung spielen und so Zeug, aber... Ich hab noch keine Frau getroffen, die das wirklich Frauen mag. Frauen sind allgemein seltsam, danke. Was?
Ich habe noch keine Frau getroffen, die wirklich einen Handjob mag. Ich glaube, wir wissen gar nicht genau, was wir da machen, und das ist das Problem. Und du meinst, die Männer wissen mehr, was sie da tun, wenn der Mann die Frau verwöhnt? Ich glaube, Männer sind einfach selbstbewusster, die machen sich darüber weniger Gedanken. Das mag also, sein, aber warum macht man sich als Frau da... Die waren des Grauens, aber warum macht man sich darüber... Warum macht man sich als Frau darüber Gedanken? Keine Ahnung, weil Frauen doof sind. Die können nicht einfach Spaß haben, die müssen darüber nachdenken. Okay, Wicked macht sich auch Gedanken. Siehst du, das sind nicht nur die Frauen. Okay, und warum liest man nicht einfach ein Buch oder einen Artikel dazu und dann ist fertig? Dann weiß man, was man da tut. Also viel unerotischer kannst du Sachen gar nicht lernen als aus einem Buch. Ja, aber dann weißt du, was du da tust und dann kannst du es anwenden und macht Spaß. Ich weiß jetzt, dass der Mann eine Vorhaut hat. Ja, du kannst es ja auch vielleicht aus anderen Büchern lernen, die nicht ganz so biologisch wissenschaftlich aufgebaut sind. Ich habe auch Artikel gesagt und nicht aus einem Buch. Ich habe gerade so eine geile Vorstellung, wie ich dann das nächste Mal mit dem Typ im Bett liege. Der liegt dann so nackt vor mir und ich nehme dann so ein Buch in die linke Hand. Aha, jetzt reibe es zusammen. American Pie? Machen die das da so? Ich hab die Filme, glaube ich, nie komplett gesehen. Alle. Im ersten American Pie erbt der kleine Bruder von einem so einem Typen das heilige Buch der Befriedigung oder sowas. Und da steht halt eine Anleitung drin, wie eine Frau richtig leckt zum Beispiel. Und das hat er dann unter dem Bett, während sie mit Beinebreit gerade am Bettrand liegt. Ja, hallo Lucky Lucker. Ja, da war was. Ja, doch. Ja, nie. Also aus dem Alter bin ich raus, dass ich parallel ein Buch lese, während ich jemandem einen Handjob gebe. Ja, vor allem sagt sie halt immer so, nicht aufhören. Und er, Moment, ich muss nachlesen, wie es weitergeht. So ungefähr. Ja. Und sie ist gerade voll auf dem Weg und er muss unterbrechen, weil das Buch lesen muss. Was? Weiß sie, dass er da ein Buch hat? Nee, sie wusste das nicht. Er hat es unter dem Bett versteckt gehabt, das habe ich ja gesagt. Er wusste das nicht. Ja, sie wusste es nicht. Audiobooks sind die Lösung, genau. Stimmt. 2019 Audible. Wie verwöhne ich eine Frau? Das wäre eine Lösung gewesen. Gab's damals noch nicht. MP3-Player war noch nicht. Dann hörst du halt nicht, was die Frau dir dann da sagt. Ne? Vielleicht findet sie es ja gar nicht so toll. Scheiß drauf. Okay. Das Buch wird schon richtig liegen, egal was es sagt. Ja. Genau. Diese Frauen sind auch alle gleich, haben wir doch gerade schon. Sind alle merkwürdig. Alle merkwürdig, alle gleich anatomisch aufgebaut. Das ist schon, man kann gar nichts falsch machen bei uns. Ja, das ist immer das Gleiche. Ist immer das Gleiche, ja. Einfach nur. Was du sagst, ist auch bewusst geworden, ja, dankeschön. Jetzt fühlst du dich schlecht, ne? Ich weiß. Das ist so ein bisschen blöd, ne? Jetzt, dass ich halt nicht lesbisch bin, weil da wüsste ich ja ganz genau, was die andere mag, weil die mag ja automatisch genau das Gleiche, was ich mag, ne? Das würde das Ganze viel einfacher machen. Vielleicht sollst du doch das Ufer wechseln. Ja, wenn es nur aus solchen Gründen ist. Aus Gemütlichkeit, ne? Ja, so. Vor allem die andere weiß dann auch genau, was du magst. Davon habe ich noch gar nicht nachgedacht. Siehst du, so altruistisch bin ich. Die Idee kam mir nicht mal. Aber ja. Ich werde mich gleich morgen noch bemühen, eine Frau zu finden. Und wenn es nur ist, damit sie dich verwöhnen kann, ne? Das einzige Problem ist, was auch dieser These so dezent widerspricht, ich stehe auf Schwänze. Ha. Aber das machen ja auch alle Frauen. Also, ne? Ja, aber dann kann ich mit einer Frau anfangen. Plastikschwanz? Das ist nicht das Gleiche, glaube ich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ein abgeschnittener, eingelegter? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich wusste, dass da eine übel ekelhafte Reaktion kommt. Das war auch nicht ernst gemeint. Dass ich mir automatisch immer alles in Bildern vorstelle. Ah, so ja, bist du. Ja, sehr schön. Ich habe nämlich mal einen Klassenkameraden von uns da ziemlich, wie soll ich das nennen, genervt damit, geärgert damit, dass ich einfach eine unserer so ziemlich am unattraktivsten Lehrerinnen einfach so schön beschrieben habe, wie sie in Straps und nackt vor ihm steht. Das musste er sich aber auch vorstellen. Ja, das hatte bei mir auch. Und der ist quasi aus dem Raum gerannt, wo ich das erzählt habe. Der leise Bohrer ist eine bessere Erfindung als ein eingelegter Penis. Ja, der Wicked fragt, warum es jedes Mal stranger wird, wenn er aus einem Game hier reintappt. Ja, keine Ahnung.
Liegt an Lumi. Nein, Lumi bringt solche Sachen immer. Ben hat heute so seine sexuellen 5 Minuten, deswegen wird's schräg. Ich habe meine sexuellen 5 Minuten? Ah ja. Offensichtlich. Hab heute gearbeitet. Ja, war die ganze Zeit scheinbar langweilig genug, dass du dir genug ausmalen konntest, was du heute im Stream... Genau, deswegen habe ich auch heute einen Hund gestreichelt. ...wenn du das klären möchtest. Wie gesagt, deswegen habe ich auch einen Hund gestreichelt. Ein Hund. Der war echt knuffig. Du hast wirklich seltsame Fetische. Hunde? Nee, Hunde sind nicht nur meine Fetische. Ich will ja selber Spaß haben. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Ernten gerade nachkomme. Sag mal, eine blöde Frage mit dem Ernten. Du hast nicht mehr ins Gewächshaus geguckt, oder? Nee, das ist ja auch Felix' Aufgabe. Dass der nicht da ist, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Vor allem, nachdem er gestern noch so dran gedacht hat. Das ist still irgendwie. Ja, still ist es jetzt eigentlich nicht. Also wir reden ja die ganze Zeit über komische Sachen. Ja, aber es ist so Felix-still, weißt du? Wir können aber das Thema trotzdem nochmal wechseln. Was hältst du jetzt von Artikel 13, dass es umgesetzt wurde? Fuck off, world. Vor allen Dingen, dass Axel Voss ja der Meinung, Deutschland kriegt das umgesetzt, ohne Upload-Filter vorzuschreiben. Richtig schön fand ich auch den Vorwurf, dass das die Demonstranten alle bezahlt worden sind. Also das war lustig, ne? Heute nicht gesehen. Also, ja. Lustig war nicht demonstrieren. Ich war demonstrieren, ich habe aber immer noch kein Geld bekommen. Ich finde das nicht in Ordnung. Tja, musst du Google mal anschreiben, wo dein Geld bleibt. Ja, und Amazon, schon, ne? Eigentlich und Amazon. Beide. Ja, mit Zeit ist es vor allen Dingen Google. Tatsächlich, wenn du es genau nimmst, die Leute, die YouTuber und Twitcher sind, die werden quasi bezahlt, um dann zu demonstrieren, weil die wollen ja weiter YouTuben und Twitchen. Wenn du es so siehst, ist der Vorwurf gar nicht mehr falsch. Das stimmt, wenn du so siehst, ja. Das Ding an der Sache ist, dass ja nicht nur YouTuber auf der Straße waren. Ja, ja, das ist schon klar. YouTube konsumiert haben, ne? Also, so ist es ja nicht. Ich wollte damit auch eigentlich nur einen dummen Blick auf das Kommentar geben. Ich verstehe, ja. Man muss das Ganze mit Humor nehmen, weil man ansonsten anfängt zu heulen, wie bescheuert die Leute sind. Nee, es kotzt mich tatsächlich sehr an. Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass mit der Europawahl sich vielleicht noch irgendwas dreht, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, dass so viele Gamer mobilisiert, aber wählen gehen sie dann wahrscheinlich trotzdem wieder nicht, Idioten. Naja, da müssten halt mehr Leute dann, also es müsste quasi wieder gekippt werden, die Richtlinie. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, tatsächlich. Es gibt irgendwie jetzt am 9. oder sowas, gibt es ja nochmal muss das dann ja, glaube ich, nochmal in den Staaten nochmal irgendwie geklärt werden und da könnte man nochmal dagegen stimmen. So quasi wie so eine Art Vetorecht, habe ich gelesen. Oh. Das hat mich auch nicht hundertprozentig durchstiegen, das muss ich mir nochmal angucken. Okay. Ja, die müssen das wahrscheinlich annehmen, ja. Den ganzen Mist. Ja, es ist irgendwie, ich glaube, es wird irgendwie in der EU abgestimmt darüber und dann muss es, glaube ich, nochmal zurück in den Staaten abgestimmt werden. Aber klingt kompliziert. Wie gesagt, das raffe ich auch nicht so ganz, das System dahinter. Allerdings habe ich auch schon einen netten Post bei Twitter gelesen, wo jemand meinte, ich habe es immer gehasst, dass unser Politiksystem so ist, dass es durch 20.000 Instanzen muss und deswegen nie was entschieden wird. Aktuell bin ich sehr froh darüber. Ne? Mm. Also, mal gucken. Mal gucken, was da jetzt noch kommt, aber... was machst du denn mit den Tomaten? Nein! Nein! Ich brauche doch das Tomatenparmesan, das Auberginenparmesan. Alles klar, dann verkaufe ich Tomaten. Angemacht. Tschüssi, nein, Tomaten. Nein, was hast du denn gemacht? Ich hab's eingebaut für die Mine. Ich hab nur 4 Tomaten. Toll. Pack's in deinen Kühlschrank. Mama, Mann, zu den Tomaten, wenn ich wieder die Mine gar nicht anzudenken. Du hast doch noch 4 Tomaten. Ey, davon kriege ich 4 Tomatenparmesan. Davon kriege ich nichts. Gar nichts kriege ich davon. Ich habe eine hohe alte Früchte für dich. Du bist doch scheiße, bist du. Nee, scheiße bin ich nicht. Du kannst mich mal am Arsch lecken, ey. Ich gehe jetzt ins Bett. Und so wie du deinen Arsch beschreibst, würde ich das vielleicht sogar tun. Da fällt dir wieder nichts mehr dazu ein, ja? Nein, ich bin wütend. Ich will nicht drüber nachdenken, wie du meinen Arsch leckst, ey. Alter. Muss dann vorsichtig sein mit dem, was du sagst. Erst vorgestern hat mich jemanden gebannt, der mich gefragt, ob ich auf Rimjobs stehe, ja.
Okay, tatsächlich, wenn ich an Arschlecken denke, denke ich nicht an einen Rimjob, sondern einfach die Popa beim Popbacke mal ablecken. Ja, ich hab das schon richtig eingestuft im Hirn. Ich wollte es nur noch ein bisschen raus. Also, noch ein bisschen mehr provozieren, keine Ahnung. Also ehrlich, stelle ich mir sowas auch nicht angenehm vor. Lecker würde ich hier gar nicht benutzen. Das nicht vertiefen. Ben hat mit dem Arschlecken angefangen. Nein, du hast gesagt, du kannst mich am Arsch lecken. Ich werde mal stehen bleiben, ey. Ich hab Krabbenkuchen bekommen von meinem Schatzi. Toll, meiner liegt schon wieder im Bett und will nichts machen, ne? Er redet nicht mal mehr mit mir, was ist denn los mit dem? Tja, du hast dir den Depri-Typen gekauft. Ich rede mit einem anderen Typen drüber, ob der meinen Arsch lecken soll, wahrscheinlich. Hat er das gehört? Ja, natürlich. Eifersüchtiges Ding. Schlecht, er weiß nicht, dass ich in einer offenen Ehe lebe. Tja, hättest du ihm vielleicht vorher sagen sollen, die Pastinaken sind fertig. Oh wow, noch mehr Pastinaken. Jetzt magst du da keine 24. Pastinaken? Kann ich jetzt noch Sachen anbauen, die Wollte ich nicht. Die in 4 Tagen reif sind? Brauchst du eigentlich Trüffelöl? Ich habe das nämlich, glaube ich, nur in meinem Haus tatsächlich. Kannst du mir trotzdem mal die Frage beantworten? Weiß ich nicht, habe ich doch gesagt. Ich habe schon geantwortet, bevor du überhaupt fertig hast mit Reden. Ja, aber es wäre halt schön, wenn du irgendwie... Du hast doch die ganze Zeit angebaut, du müsstest so Sachen wissen. Ich habe, wenn ich angebaut habe, einfach geguckt, okay, wie viele Tage habe ich noch? Kann ich noch was anbauen? Was ist das Kürzeste? Was geht? Und nee, jetzt dann haben wir den 24. fertig. Und ich habe Sachen, die gehen 4 Tage. Sind die dann am 28. fertig? Ich denke schon. Okay. Aber nagel mich nicht fest da drauf. Ich nagel dich gar nicht. Das ist okay. Mir Angst. Wieso mache ich dir denn jetzt Angst? Ich will nur mit dir kuscheln, um zu wissen, ob dein Schlüsselbein piekst, mehr nicht. Das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Nee, dieses Inventar, das macht mich so fertig. Aber ob mein Schlüsselbein piekst? Steht auf jeden Fall ziemlich unangenehm raus, glaube ich. Wir finden das schon noch irgendwann raus. Ich glaube, selbst wenn du schon mir gegenüber stehst, mein Schlüsselbein siehst, weil ich irgendwie T-Shirt anhabe, wirst du mich nicht mehr knuddeln wollen. Also meine Vermutung. Also die überwiegende Anzahl der Männer, mit denen ich glaube ich was hatte, war untergewichtig. War überuntergewichtig? Untergewichtig. Übergewichtig ist ein minimaler Prozentsatz und der Rest war normalgewichtig. Ich weiß nicht, wann ist man normalgewichtig? Keine Ahnung, ab einem gewissen BMI. Ich glaube 20, ne? Ja, irgendwo da. Ich glaube, ich bin gerade so an der Grenze zwischen Über- und Normalgewicht. Zwischen Unter- und Normalgewicht. Ich nehme das von mir ab und dann gleicht sich das wieder aus. Du darfst die linke oder die rechte Popacke haben. Eine davon gehört Missy. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche. Tja, ich dachte, ich kriege ein paar Boobs. Oder ein Boob. Nee. Boah. Die sind nicht groß genug. Wofür? Für mich. Und die sind nicht groß genug für dich? Die kann ich nicht teilen. Also die sind jetzt gerade so an der Schwelle von zu klein für meine Körpergröße, finde ich. Also... Gehst du auf den Blumentanz? Was? Gehst du auf den Blumentanz? Ja, natürlich. Wann fängt denn der an? Jetzt. Aber ich bin in die falsche Richtung geritten. Ja gut. Ich mache eine kleine Rundreise noch. Der fängt erst gegen 11 an. Nö, es hieß gerade jetzt, ist der Blumentanz angefangen. Kam gerade die Meldung. Ja, bis 14 Uhr oder so. Zumindest gehen jetzt gerade alle zum Blumentanz bei mir. So schlecht. Gerade auf dem Weg. Ah, da. Warten auf Spieler. Ich muss doch noch ernten. Und anbauen. Dann reiten wir halt wieder zurück. Feld machen. Reiten wir halt wieder zurück. Ein Feld noch, ich komm dann gleich. Mann, ist das so auch für dein Geld, das will ich brauchen. Ja, 663.000. Ich bin quasi am Hungertuch und brauche dringend Geld. Wenn wir eine große Wohnung haben, können wir aufhören, Sachen anzubauen und machen nur noch die Mine auf Level 100 und dann suchen wir uns das nächste Spiel. Immer noch, ich habe das Spiel schon ausgesucht. Jetzt wollte ich kommen. Ich wollte jetzt helfen beim Ernten. Toll. Aber wenn um 2 ist es zu spät, lass uns doch lieber losgehen. Dann ernten wir halt hinterher. Na gut, mein Pferdchen. Damit wir nicht verpassen wie im ersten Jahr, meinst du? Oder war es der Blumentanz oder was? Ne, wir haben was anderes verpasst, das war irgendwie am 13. Jetzt komm endlich. Wo bist du denn jetzt? Ja, unten. Ach so, unten. Wir müssen ja nach unten zum... Ach so, stimmt. Blumentanz! Ja, ich komm ja schon. Mensch. Wie verwirrt bist denn du heute? Hast du andere Sachen im Kopf?
provozierst das ja auch. Ich provoziere das. Mein Blut in der Hose ist schon so. Dein Blut in der Hose. Moment. Ja, scheiße, das klingt bei Frauen echt schlecht. Ist mir nicht aufgefallen. Also, puh. Ben. Nein, ich will nicht Ben bitten. Was passiert das eigentlich, wenn wir beide miteinander tanzen? Können wir nicht, glaube ich. Doch, ich kann dich fragen. Tja, ich will aber nicht annehmen. Ich will ja nur wissen, was wäre, wenn. Keine Ahnung. Mit Felix könnte man so eine Scheiße machen. Wollen wir das hier noch durchmachen und so? Wieder alles? Willst du? Weiß nicht. Ja, kann ich, zumindest beim Blumentanz haben wir noch nicht so oft gemacht. Okay. Du bist zwar gelogen, weil wir den genauso oft gemacht haben wie das Eierfest, aber... Okay, na gut, aber ich sage nicht immer das Gleiche. Ja, die sagen immer das Gleiche. Oh, voll, ja, hast du das rote Schlee schon probiert? Ja, die sagen das Gleiche. Okay, na gut, dann nicht. Dann gehe ich bloß. Wo ist es denn? Abigail fragen. Guck mal, die stehen sogar zusammen, die beiden. Ich mag mich so gar nicht gefallen zu tanzen. Es ist so peinlich. Ja, meine Mama zwingt mich dazu. Soll ich mich doch lieber jemand anderen fragen? Hat irgendwie keinen Bock, glaube ich. Ich frage Abigail um Tanz, ihre Antwort. Aber ich wollte mit. Achso, stimmt, das war ja so. Ich mache nur Spaß, ja. Was sagt denn deiner? Uck, müssen wir? Okay. Du hast ja einen Spaßvogel angedacht. Meine Güte, hat der. Der ist immer richtig gut drauf, der Junge. Oh. Aber stell dir mal vor. Stell dir mal vor, du hast wirklich dauerhaft so jemanden zu Hause, der immer nur sagt, oh, muss ich. Das ist doch voll anstrengend. Ist es. Guck mal, wir müssen diese komischen Overalls gar nicht tragen, sondern nur alle anderen. Dafür sind wir auch überhaupt nicht im Takt. Weil die anderen sind im Takt, ne? Ja, du nicht. Ich will nur zu meiner Frau, ja. Die hat so ein hübsches Kleid an. Mann, Kerl, so einen schwulen Overall, ey. Tja. Kleider haben auch Vorteile, ne? Im Gegensatz zu Hosen. Mein Arsch tut weh. Scheiß Sitzerei, ey. Stimmt, weil du kein Höschen an hast. Bestimmt. Den Blick konnte ich mir vorstellen. Jetzt müssen wir noch kurz ernten hier. Machst du das Feld? Ich mach eins weiter runter. Warum ist denn hier eigentlich ein Feld nicht bebaut? Zwei Felder nicht bebaut in dem Feld. Weil auch ich nicht perfekt bin. Aber du dachte, du wärst perfekt. Ich hätte dir das nie sagen dürfen. Direkt reagiert der Chat. Was? Lumi hat kein Höschen an. Das hat sie vorhin Ben in, ja. im Vertrauen. Im Vertrauen, wenn der Stream live war, gesagt. Genau. Voll das Vertrauen. Ja. Da war ja noch niemand da. Ich glaube, Wicked war schon da. Aber hey, der ist jetzt zocken, das zählt nicht. Genau, weil danach geht's, ob jemand da ist oder nicht. Richtig scheiße, er ist noch da. Na gut. So ein Hasen zum Knuddeln wäre auch süß. Was? So ein Hasen zum Knuddeln wäre auch süß. Haben wir keinen Hasen? Doch, wir haben einen Hasen, deswegen habe ich doch Hasenpfoten gehabt. Warum sagst du dann so ein Hase zum Knuddeln? Ich meine, im echten Leben. Ach so, im echten Leben. Ja, aber da brauchst du mehrere von, sonst ist es zirkel da rein. Ja, zwei. Also mindestens das Pärchen sollte man die halten. Ja. Würdest du eigentlich, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Okay, jetzt wird's traurig. Wir machen einen akuten Themenwechsel. Wenn du einen Hasen hättest und der zweite Hase ist schwer krank und du musst ihn zum Tierarzt bringen und der wird dann eingeschläfert, würdest du dann dem lebenden Hasen den toten Hasen zeigen, damit der versteht, dass der Hase jetzt tot ist, oder würdest du das lassen? Nee, würde ich machen. Weil das machst du bei Hunden auch. Bei Hunden machst du es, ne? Ja. Eigentlich bei allen. Ich würde es tatsächlich bei allen Tieren machen, die in so einer Art Familiengemeinschaft oder Gruppengemeinschaft leben. Übrigens spät. Hast du die Pusteblumendinger da gesammelt?
Welche Pusteblumendinger? Zierlauchsort. Ja, aber die habe ich noch nicht, haben wir nicht abgegeben. Viel zu wenig Samen. Ich habe es noch nicht viel abgegeben, ich habe es im Inventar, ich habe noch nichts geleert. Viel zu wenig Samen. Ich bin einfach mit den Blumen ins Bett gegangen. Na, wenn du drauf stehst. Bienchen und Blümchen, Lumi. Bienchen und ich Blümchen. Ich gehe auch immer mit Blumen ins Bett. Sag mal, hast du 40 Tage, 40 Nächte gesehen, den Film? Oh Gott, ewig her. War das das, wo sie da auf Sex verzichten und dann diese Rosenblüte, gell? Ich dachte, es wäre euch Idee gewesen, aber könnte auch Rose sein, ja. Keine Ahnung, sie kommt dann jedenfalls durch diese Blüte oder so. Ja, er pustet die Blüte über ihren Körper und dadurch kommt sie. Bullshit, so ein Bullshit, ey. Vielleicht, du bist wirklich sehr spirituell veranlagt und spürst sowas, aber ich bin noch nie durch eine Blume gekommen, ey.